Hallo und herzlich willkommen hier bei. Jetzt kann ich es ja Two Towns nennen, ne? Two Towns. Hier mit Link. Jawohl. Ich habe endlich einen Namen gefunden. Ihr habt es zwar wahrscheinlich schon im Screenshot der ersten Folge gesehen, aber hey, es hat ein bisschen gedauert. Ja. Wir folgen auch immer. Weiß ich nicht. Der Link hat offscreen ein bisschen hier die Wände hochgezogen schon und den Boden reingepflastert, damit ihr nicht ganz so langweilig das zugucken müsst. Damit wir jetzt mit was anderem weitermachen können, heißt theoretisch unsere Sachen hier umziehen. Ich mach mal diesen Würfel weg, den habe ich glaube ich jetzt mal dahin gebaut, das stört mich. Obwohl du weißt dann, wo die Mitte ist, ne? Ich glaube, der stand mittig. Der war nicht in der Mitte, weil es gibt nicht eine Mitte. Der war 2x2. Kann nicht in der Mitte gestanden haben. Stimmt, die Mitte ist hier. Hier. Hier ist die Mitte, genau. Ja, bauen wir hinten die Maschine ab, bauen sie hier hin, oder was? Theoretisch wäre der Plan. Nur die Frage, was ich überlegt habe, ob wir gleich aufs ME-System dann gehen oder ob wir das hier darüber schieben. Ja, wobei, da müssen wir neue Disketten machen. Ist irgendwo eine Hexe hier oder sowas? Ja, da ist eine Höhle drunter. Was wolltest du sagen? Ob wir was machen? Ob wir es ME, was? Ja, wenn wir jetzt gleich aufs ME, dass wir gleich ein ME-System bauen, dass wir gar nicht erst irgendwann in Versuchung kommen, außer die Festplatten zu zerstören, indem wir es abbauen oder so. Aber dann müssen wir neue Festplatten craften. Was ziemlich unnötig wäre. Eben, nee, wir schieben jetzt alles zurück. Ich komme mal rüber ganz zu dir. Ja, Aber wir müssen noch eine müssen Mauer wir drum nun. rum. Wie kommen wir denn da rein jetzt überhaupt? Achso, da kann man Vorne in reinspringen. der Mitte. Ja, aber da muss man halt aufpassen, ne? Da kommen ja Monster auch rein. Ja, durch die Türen können Monster noch rein, ja. Stimmt, Was, ich wollte die was? Türen habe ich noch nicht gemacht. Ja, was bauen wir jetzt? Wo bauen wir denn unsere Stromquelle hin? Das habe ich gerade auch überlegt, wie wir es mit dem Solarpanel machen. Welche Türen hatte ich jetzt? Soll das so flach bleiben? Wird das höher? Was wird das? Genau. Das ist so die Das Frage. wird den äußeren vielleicht noch ein Stockwerk höher und dann den inneren, den schmalen Turm, ein Stück höher wie den äußeren. Dass der Dann äußere halt würde früher ja am Ende ein auftreten. Solarpanel auf dem Dach Sinn machen, ne? Ja. Das habe ich jetzt nicht. Also ich habe überlegt, ob ich die Tür. Ja, dann bauen wir den Strom jetzt einfach mal in die Mitte rein oder irgendwo am Rand. Ja, provisorisch halt erstmal irgendwo bei mir. Also wir haben ja noch keine Decke drüber. Theoretisch können wir es dann überall Dann müssen hinbauen. wir erstmal, willst du jetzt die Festplatte rausnehmen oder trennen wir jetzt den Strom oder was machen wir in welcher Reihenfolge? Überleg gerade. Überlegst an den Türen, ja. Die gehen gar nicht auf die Türen. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Gab's nicht eine Door Factory? Und die gehen nicht wieder zu. Ach so, gehen wir alleine zu. Nee. Ne, musst du nochmal anklicken. Ja, geht aber nicht. Die gehen nicht zu. Die denken rum. Ach, du musst da unten anklicken. Ja, Ja, logisch. nee, du musst hier oben anklicken. Mist. Ja. Also ich mache jetzt hier mit, glaube ich. Ja, aber wenn wir solche Türen bauen und die dann automatisch machen. Mit Annäherungsblöcken oder sowas? Weißt du, wie ich das bei. In der, Ja, also, kennst du die ich schau WG? gerade. Nein, die WG hast du nicht gesehen, ne? Siding. Da habe ich Blöcke, wenn du in die Nähe kommst, reagieren die einfach schon, weißt du? Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich der Mod, den ich jetzt gerade auch habe. Materials. Aber Türen, sollen wir erstmal rüberbauen, dann lassen die Türen erstmal egal. Hast du eine Wrench? Ja. Wobei, scheiß drauf, ich mache das Nee, Kabel weg von der SD umgebaut. Crescent Hammer habe ich, habe keine Wrench. Ja, hier. Ist egal. So, jetzt kann ich doch Frame Tab und Top Lock. Ich baue jetzt hier ein Solarding ab. Mir ist egal. Ja, tu das. Ich, Man muss ja einfach nur mit dem Crescent Hammer rechts nehmen. War das der Crescent Hammer oder das war das andere Tool? Das hast du, ne? Um das du kannst wieder. hier das Solarpanel kannst einfach mit der Spitzhacke abbauen. Ja, aber um es hinterher wieder aufzubauen, brauchst du ja. So, ja, das hab ich nicht. Habe ich wahrscheinlich im E geschmissen da. Dann geh ich schnell ran, weil sonst kannst du nicht aus dem E raus, wenn gleich der Strom weg ist. Weiß nämlich nicht mehr, wie das Ding heißt. So, oh, ich weiß auch nicht. Ja, ich hab's gefunden. Noch hast du ein bisschen Strom, aber nicht mehr lange. Hi. Gibst du mir das Ding? Moment, Moment, ich muss noch. So.
Ich baue das Ding ja, wenn du das hingibst, baue ich das wieder auf irgendwo. Und dann können wir gleich weitermachen. Das Ding ist hier. Ja, genau. Das nee, mehr brauche ich nicht, genau. Ja, wo willst du jetzt hier hauptmäßig die Maschinen hinstellen? Ich verstehe es noch nicht. Einfach in der Mitte an die Wände würde ich stellen, oder? Ganz in der Mitte, oder? Ja, erstmal in der Mitte. In der Mitte halt die wichtigsten Sachen sozusagen. Also halt Ich muss ja irgendwo so Lappen Chemie, erstmal hinbauen, Messer. aber wenn du hier ein Stockwerk drauf baust, ist natürlich schlecht, ne? Ja klar, das dürfen wir erstmal, sollten wir erstmal nicht tun. Dann baue ich das einfach jetzt irgendwo hin. Wie viel Platz braucht das? 3x3 oder sowas, ne? 5x5. 1, 2, 3, 4, 5 und stellen wir es hier hin. 5x5. Aua. Na toll. Bin so ein Depp. So, das Ding haben wir jetzt. Ich habe das mal erstmal irgendwo hingeklatscht. Mit eh Nacht. Ja, Gerade. Moment. Ja, bei dir steht auch, glaube ich, ein Bett, oder? Ja, da liege ich gerade drin. Vor allem ist Das hier noch habe dunkel ich. drin, da müssen wir noch Lampen oder sowas einbauen. Ja, das müssen wir noch. Ich habe theoretisch, entweder wir hängen Lampen rein an die Decke, oder du kannst mit der Painting Machine von Ender.io einfach Glowstone nehmen und den wie einen Laboratory Block anmalen. Das heißt, du siehst keine Lampen, aber es leuchtet alles. Heißt, dann brauchst du keine Lampen. Was? Ein Glowstone? Ja, den siehst du doch dann. Achso, dann sieht er aus wie ein Laboratory Block. Genauso wie unser anderer. Achso, das können wir natürlich machen. Die gehen seitlich auf. Geil wäre, wenn die eine andersrum aufgehen würde, ne? Ja, kann ich ändern. Also habe ich gerade noch nicht dran gedacht, dass die eine links und die andere rechts rum machen muss. Kannst du die bauen, links und rechts rum, oder was? Ja, das kann ich nicht einstellen, ne, denke. Achso. Vier Stück. Dann Sliding. Die gehen jetzt gerade nach links. Das heißt, ich nehme die jetzt hier nach Hast rechts. du die das Festplatten rausgebaut? Ne, hast du nicht. Ich nehme die mal raus. Ist gerade nicht im Hat Film drin. irgendwie eh keinen Strom mehr, das Ding. Kann ich das einfach abbauen? Geht's kaputt? Wenn Crescent. alle Ich habe einen Crescent Hammer. Damit geht das so, oder? Stift rechts klicke, wenn es mit dem funktioniert. Normalerweise Nee. funktioniert mit dem nicht, dann musst Nee. du nur Spitzhacke. Jetzt ist mein. Was? Jetzt habe ich das Ding gedreht. Das ist cool. Drehen kann ich damit. Spitzhacke und ich mache nichts kaputt, ja? Wieso? Wo ist die Tür hin? Das verstehe ich jetzt nicht. Musste ja auch nicht. Ja, die Tür sagt einfach auf Wiedersehen. Ja, bin raus. Und geht ganz rechts in die Wand und jetzt kriegst du nicht mehr weg. What? Läuft bei dir. Wo ist die Hitbox? Krieg die Tür wieder weg. Die ist in der Wand, die Tür. Ja, ich habe die eigentlich hier auf den Block gesetzt und dann hat die sich gedacht, ich Wo gehe hast du mal jetzt? ganz Auf darüber. welchem Block hast du das gesetzt? Ja, wo sie hin soll. Und die dachte sich, ja, ich gehe jetzt darüber, weil ich es kann. Warte, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Hau mich doch nicht. Den musst du, glaube ich, von unten anschlagen. Pass auf. Willst du sehen? Nee. Ich krieg hier mal nirgends mehr. Wo ist denn die scheiß Hitbox von der Tür? Warte, ich kann einfach den Block hier wegmachen. Okay, ich glaube, ich ändere die Türen nochmal. Wie scheint das nicht so zu funktionieren? Was braucht alles von Strom von diesem von dem ME-System? Nur der Controller. Die Türen auch einfach so verschwinden lassen, statt dass die aufschiebt. Wollen wir Türen, die sich aufschieben oder die einfach verschwinden? Aufschieben. Double sliding left, double rotating left. Ich hab nur die. Warum nicht nur double slide left? Ich brauche einmal. Sliding on the side. Kann das irgendwie nicht ändern. Dann muss ich einfach nur einen aneinander packen, ne? Ja. Braucht das Holder auch Strom? Der Server braucht. Ja, der muss auch connected sein. Connected oder Strom?
connected. Damit, dann kriegt er durchs Ding Strom. Alles klar. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Bei Double Door den Haken rausmachen wahrscheinlich. Im E läuft erstmal wieder. Das ist nicht besonders schön da an der Stelle, aber wir müssen ja eben mal gucken, was wir da machen. Aber da habe ich halt den Strom jetzt gerade hingebaut. Wir müssen wahrscheinlich mal irgendwann mehr Kabel machen und dann die Kabel im Boden reinverlegen, dass wir das ordentlich bauen können. Ja. Die Kabel sind eigentlich echt billig. Die Energy Conduits? Oder was? Ne, Leadstone Fluxduct hast du gebaut, ne? Ne, für das M. Achso, du meinst das für den Strom vom Solarpanel? Ja, ja, genau. Ja, gut. Die. Wir brauchen halt ziemlich viel Redstone, also müssen wir jetzt mittlerweile gleich haben. So, jetzt haben wir ein Problem, wenn ich diese Chests bewege, muss ich erstmal alles, was da drin ist, aufsammeln können, ne? Voll mit Underset. Achso, nee, du kannst einfach abbauen, die Kiste. Da fällt nichts raus aus der Kiste. Achso. Und die baue ich am besten hier mit, aber. Womit baut man die am besten ab? Mit der Pickaxe. Okay. Steht ja da. Ist eigentlich so, wie ich es haben will. Warum gehen die denn immer so weit darüber? Was ist das denn? Du machst das schon. Über den Controller befüllt man das Ding, oder? Also diese blauen Kabel, die du hattest, ich ja. Wie meinst du jetzt? Was habe ich denn hier? Also was befüllst du womit? Blauen Kabel ist egal, wo du anschließt, die müssen nicht am Controller sein. Um die zu befüllen, weißt du? Ich wollte jetzt wieder die Box hinstellen und dann. Ja. Okay. Ist egal. Kommt hier die Ender Chest hin und dann muss ich da irgendwie wieder diese komischen Kabel, die ich jetzt da habe, gerade von der Abgabe. Du müsstest einen Export haben, Import haben und der muss an die Kiste. Der Import muss an die Kiste? Ja. Okay, es geht irgendwie nur auf eine Seite beides. Wie baue ich ihn da dran? Einfach oben drauf setzen. Ah, gerade ging es nicht. Okay, ich habe die weißen Dinge angeklickt. Und dann muss ich ein Kabel in die Mülltonne ziehen, oder? Ja, und da muss der Exportbus hin. Und weiß nicht, hat er den Filter behalten? Weiß ich nicht. Der Export weiß ich nicht. Ich habe aber nur zwei Kabel. Hätte ich nicht eigentlich mehr haben müssen? Nein, ich habe nur zwei Kabel benutzt, glaube ich. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Warum gibt es denn diesen Sensor-Dinger nicht mehr? Wo der erkennt, wenn du hinläufst. Achso, bei einem Exportbus brauchst du keinen. Exportbus, wo stehen die Filter nochmal so rechts oder was? Ja. Da stehen keine Filter mehr drin. Einfach die. Ja, okay, dann hat es wahrscheinlich gelöscht. War drin. Cobblestone. Ich hab hier ganz viele Speed-Upgrades noch. Wo waren die noch? Die kommen rechts in die 4 Slots rein, in der Mitte ist Filter. Hä? Was waren da drin? In der Mitte nennst du das ist der Filter und rechts tust du den ganzen da. Achso, wir haben nur den Cobblestone rein. Wenn ich das so lasse, schmeißt alles da rein, oder? Nee, der schmeißt da gar nichts rein, glaube ich. Also ja, zum Beispiel beim anderen ME-System. Aber wir wollen den Cobblestone ja jetzt auch nicht im System haben, deswegen müssen wir erstmal wieder einen neuen Filter craften. Ich glaube, Andesit war es, oder? Ich weiß nicht mehr sicher, irgendwas anderes hatten wir noch dran. Und die Filter baut man wie? Wie heißen die? Einfach Filter wahrscheinlich, ne? Nee, du gehst einfach hier hin, Item rein, fertig. Achso! Cobblestone drin. Also, ja, und da hast du jetzt Cobblestone drin und dann muss ich noch Underseed, aber Underseed habe ich jetzt gefallen, aber hier ist glaube ich Underseed. Underseed war noch nicht drin, weil so viel Underseed wie in der Buxi ist. Es gibt leider keinen Player-Sensor mehr aus dem Ort, wie doof ist das denn? So, jetzt haben wir hier die 4 Updates, kommen hier rein, hast du gesagt. Und hier kommen auch 4 Upgrades rein, warum auch immer. Damit es einfach schneller wird, damit er schnell genug die Kiste leer kriegt und dann auch schnell genug den Cobblestone wieder aus dem System kriegt. So, ich habe sogar ein Kabel übrig. Ist das jetzt so richtig angeschlossen? Geht das an den oder kann ich das nicht an den Soldor anschließen? An welchen Soldor? Achso, den habe ich einfach irgendwo hingestellt. Die werden connected, sobald die Blöcke aneinander stehen auch. Ja, aber ich habe jetzt die Leitung in den Soldor reingesetzt. Kommen die Items jetzt trotzdem ins ME? Ja. Also, sonst mache ich hier noch eine Leitung. Müssen sie eigentlich. Ich mache einfach noch eine Leitung, weil ich Platz habe gerade.
Jetzt pumpt er das an, das sieht gerade raus, sehr schön. Jetzt muss er nicht weiter, doch. Ja, aber es wird ja nie leer, er pumpt nur den ersten Platz leer. Das in der Kiste oder was? Hm. Ja, aber müsste eigentlich schnell genug sein, dass nichts hier reinkommt. Ich kann mal hier das Underseed wegnehmen, doch. Ich kann, also ich bin, also. Ich nehme ein paar Hand des Underseed einfach raus jetzt gerade. Einfach nur, um so in die Mülltonne reinzuschmeißen. Mann, der, wow. Das sind jetzt zwei verschiedene Mods, die Tür und der Player Sensor. Das heißt, wir haben einen Player Sensor, dass die Tür automatisch aufgehen würde. Wieso? Weil der ja in einem extra Mod jetzt ist und nur hier der Türen-Mod drauf ist und nicht der Malice Blocks Mod. Heißt, wir müssen die. Ja, aber den Sensor der. Aufmachen. Nein, wieso? Du kannst doch die Tür auf jeden Fall mit Redstone aufmachen. Ja, mit Redstone kann man es ja aufmachen. Ja, und dann also Redstone kannst du mit dem Annäherungsblock steuern. Das ist halt Umweg, aber geht. Oder nicht? Was für einen. Also welchen Annäherungsblock meinst du? Was hast du denn für welche? Gar keinen. Dann ist das. Ich habe das ja bei mir mit was anderem gemacht. In der WG habe ich so einen Block gebaut, der auf Annäherung funktioniert. Jetzt fragt mich nicht mehr, aus welchem Mod er war. Ha. Weißt du, da habe ich mich drunter Erretzung gelegt und wenn man, da kann ich ihn mir einstellen. Wenn der Spieler dem Block zu nahe kommt, geht die Tür auf. Ja, der war wahrscheinlich aus dem Malices Blocks Mod. War so ein grauer Streifen einfach nur, den du über die Tür hängst. Nein, es war ein ganzer Block. Habe ich unten mit Redstone in die Tür reingebaut. Okay. Siehst du vielleicht irgendwas mit Player oder so? Nee. Kann ich dir nicht sagen, dann weiß ich nicht, welcher. Wir beenden erstmal diese Folge und gucken mal in der nächsten, was wir machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.